Guten Morgen. Für mich gibt es erstmal Frühstück. Das sieht jetzt nicht so Instagrambar aus. Aber das sind Haferflocken mit Blaubeeren, dann so pürierte Banane und ein Apfel und noch so ein bisschen Mango und Himbeere. Und das esse ich jetzt und schaue ein paar YouTube-Videos. Sonntags ist meine Abo-Box auch immer mega voll. Deswegen, ja, habe ich da einiges zu schauen. Beziehungsweise ich gucke auch nicht alle YouTube-Videos, aber ich denke mal, von Felix werde ich mir ein Video angucken. Von Anne, von Bodykiss. Und mal schauen. Jaminas Videos dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Die gucke ich auch immer super gerne. Guten Morgen, heute ist Sonntag und es steht heute nicht so viel an, was auch mal ganz gut ist. Ich will echt mal meine Wohnung noch mal wieder ein bisschen aufräumen und gleich bin ich noch mit einer Freundin zum Yoga verabredet. Ich gehe ins Fitnessstudio bzw. bin da angemeldet. Das sind immer verschiedene Kurse und ich dachte, ich probiere heute mal Yoga aus. Und ich habe hier von Garnier mal so ein Paket bekommen mit so ein paar Masken. Und ich dachte, vielleicht teste ich davon auch mal eine. Hier ist zum Beispiel auch eine, die erst ab Juni erhältlich ist für fahle Haut. Oder vielleicht probiere ich auch mal hier die Hydra Bomb für normale und Mischhaut aus. Aber es gibt auch so welche hier mit Matcha. Das wusste ich auch nicht. Das finde ich total interessant. Oder hier für müde Haut. Und die müssen alle so 15 Minuten einwirken. Ja, aber ich denke mal, ich werde eher so eine nehmen, weil das, glaube ich, solche zum Abziehen sind und ich finde das immer sehr, sehr angenehm. Wenn ich euch gerade schon Sachen zeige, dann kann ich euch ja auch mal die einzigartig schönen Box von DM zeigen. Da packe ich euch mal alle Infos zu in die Infobox, wie man die noch erhalten kann, weil die ist so süß gestaltet. Erstens finde ich an den Boxen immer so toll, dass man die halt auch wirklich als Aufbewahrungsmöglichkeit nehmen kann. Und dann hat man hier so ein ganz süßes Täschchen, was man halt als Schminktasche benutzen kann. Und der Wert der Produkte ist eigentlich auch immer relativ hoch. Hier hat man zum Beispiel einmal so einen Evelyn-Pinsel, dann von Manhattan eine neue Mascara und die kostet schon 7,95 €. Dann, was ich auch sehr gerne mag, ist hier dieses Produkt von Maybelline. Gucken, was hier noch drin ist. Oh. Dann von Catrice einen von diesen neuen Nagellacken. Ein Produkt von Turn It Up, das ist, glaube ich, so ein, wie heißt das, Lip Powder. Die sind auch sehr schön von der Formulierung. Und von NYX, glaube ich, genau, das ist hier so ein Metal-Lippenstift. Und diese Nose Stripes, die wollte ich auch die ganze Zeit schon mal testen. Dann haben wir hier ein Colorista, obwohl ich da immer noch nicht verstehe, heißt das jetzt Colorista oder Colorista? Naja, dann so ein Soft Water Mint Rain Körperspray. Eine Hydra Bomb von Garnier, hier dieses Spray, das finde ich auch echt toll. Und ein Trockenshampoo von Colab. Auch mega cool, die wollte ich auch die ganze Zeit mal ausprobieren. Und ich glaube, die sollen auch echt gut sein. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe so viele Schminkprodukte. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was euer Must-Have-Make-up-Produkt ist. Und dann am besten noch eine E-Mail und irgendwie Instagram oder irgendwas, damit ich euch kontaktieren kann. Und dann verlose ich das an jemanden von euch. Also, ich drücke euch die Daumen. Meine Maske lasse ich jetzt nochmal ein bisschen weiter einziehen. Man merkt auf jeden Fall schon, dass sie fest wird. Und in der Zeit versuche ich nochmal ein bisschen mein Chaos hier aufzuräumen, gerade auch hier oben. Ihr seht, es ist immer noch chaotisch im Hintergrund, aber es ist trotzdem ein bisschen ordentlicher als vorher. Ich habe einfach wirklich zu viele Sachen, so doof sich das anhört. Und hier habe ich jetzt schon meine Tasche für meinen Yogakurs gepackt. Ich habe hier wieder diese süße Trinkflasche von Claire's. Und da habe ich jetzt noch so eine Calciumtablette aufgelöst, weil ich finde, die schmecken halt ganz lecker. Und weil es gerade angefangen hat zu regnen, noch eine dicke, kuschelige Jacke. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen geschminkt und ich habe heute mal eine neue Foundation ausprobiert und zwar diese hier von L'Oréal.
Und ich finde, die passt echt gut zu meinem Hautton. Könnte für meine Haut ein Hauchdeckner fast noch sein. Aber bis jetzt fühlt die sich sehr, sehr schön an. Lässt sich auch toll verteilen. Ich habe übrigens die Nummer 02. Und auf meinen Wimpern habe ich auch hier diese neue L'Oreal Mascara aufgetragen. Die False Lash Schmetterling. Finde ich irgendwie ganz hübsch. Also die trennt die Wimpern auch sehr gut, wie ihr, glaube ich, sehen könnt. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Aber ja, wie gesagt, ich versuche jetzt mal ein bisschen noch produktiv zu sein. Ich hole mir einen Kaffee. Ich wollte eigentlich heute mal so ein neues Café entdecken. Aber sonntags haben die meisten leider zu. Gerade im belgischen Viertel gibt es schon viele. Aber die haben dann auch nicht so lange auf. Deswegen bleibe ich mal meiner Routine treu und gehe zu Starbucks. Tja, das mit dem Produktivsein hat nur unbedingt geklappt. Ich war ja bei Starbucks und dann hat mir meine beste Freundin irgendwie eine Nachricht geschickt, dass jemand aus ihrem Freundeskreis in den USA ein Kind bekommen hat. Und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das voll geflasht. Und dann war das Internet bei Starbucks noch so langsam und ich dachte, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich musste jetzt wieder nach Hause. Und dann haben wir noch mal ein bisschen wegen unserer Reise geguckt. Wir wollen zu dritt verreisen, aber wir haben alle so ein bisschen unterschiedliches Budget und das macht es gar nicht so leicht. Gerade nach Zypern, wo wir jetzt eigentlich hin wollten, kommt man nur günstig über Pauschalreisen hin, aber das ist einfach irgendwie nicht so meins, weil ich weiß nicht, wenn man sich da so Rezensionen durchliest und die Hälfte hört sich echt nicht gut an, dann will ich da ungern hinreisen. Deswegen gucke ich jetzt mal morgen wegen Reisebüro, ob wir da was finden werden. Und ja, ansonsten habe ich aber einen Blogpost geschrieben, den kann ich euch dann auch nochmal in die Infobox packen. Zu den ganzen Kleidern, die ich die letzten Tage getragen habe. Ich mache echt immer so Sachen viel lieber, als für die Uni zu lernen. Aber ich muss euch sagen, momentan bin ich unimäßig eigentlich schon relativ zufrieden. Also ich denke mal, dass ich, oh, es ist gerade hier sehr rot, dass ich das schon alles irgendwie schaffen werde, weil die Fächer doch auch mehr Spaß machen, als ich dachte. Okay, mal gucken, ob das Bild jetzt hier ein bisschen besser ist. Naja. Von daher mal schauen. Und ansonsten wollte ich jetzt heute eigentlich noch mit jemandem essen gehen, aber die Person hat mir abgesagt. Deswegen werde ich vielleicht was kochen, wenn ich noch was finde in meinem Kühlschrank. Oder ich bestelle mir was, weil ich kaufe halt echt immer nur so viel ein, wie ich denke zu essen. Weil mir auch immer nie Sachen einfallen. Vielleicht sollte ich mal das Kochbuch mir nochmal angucken von meinen Freundinnen. Naja, aber jetzt habe ich hier schon ein bisschen genug geredet. Ich ja, schau mal, was ich so mache. Aber ich glaube, ich werde das jetzt nochmal ein bisschen chillen. Tja, jetzt habe ich doch Essen bestellt bei Foodora, wo ich gefühlt viel zu oft mir Essen hole. Aber ich wollte irgendwie was anderes essen. Deswegen habe ich bei Dean David mir hier was geholt. Das eine ist so eine Suppe. Und dann habe ich hier so einen Bulgursalat und noch so einen anderen Salat. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich nicht alles heute essen, aber dann habe ich morgen auch noch was zum Mittag. Ja, aber momentan sind auch keine Liefergebühren, deswegen, ja. Übrigens mal eine Snack-Empfehlung am Rande. Ich mag richtig gerne diese Lidl Zartbitter-Schokolade und ich packe die immer in den Kühlschrank und... Oh, das schmeckt so gut, gerade im Sommer, wenn man so ein bisschen Lust auf was Süßes hat, kann ich euch das sehr empfehlen. Und so dunkle Schokolade macht halt auch nicht so starken Heißhunger. Ich glaube, ich werde den Vlog auch mal an dieser Stelle hier beenden und mein Essen essen. Ich fühle mich immer so schuldig, wenn ich Essen bestelle. Aber ja, ich kriege das noch nicht ganz hin mit dem, meine Vorratskammer füllen und so viele Sachen einkaufen. Einfach, weil ich auch immer nur so viel kaufen kann, wie ich tragen kann. Ja, und dann ist es doch zu verführerisch, wenn man Essen immer bestellen kann, weil vor allem auch da, wo ich herkomme, da gab es einfach so coole Lieferdienste nicht. Ja, dann musste ich das doch manchmal nutzen. Aber ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Vergesst nicht die Verlosung, dazu packe ich euch alles auch nochmal in die Infobox. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Vlog einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, genauso wie dieses Glöckchen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!